Willkommen zurück. Das Thema der heutigen Einheit sind moderne Rechner. Wir werden uns zunächst mal das von Neumann-Modell ansehen, das John von Neumann in den 50er Jahren eingeführt hat und das Grundlage ist für alle modernen Rechner. Wir werden uns dann als zweites ansehen, was sich in den Jahren seit 1950 noch getan hat. Wir werden uns auch ansehen, wie man solche modernen Rechner programmiert. Zunächst mal noch ein paar Bilder von Rechnern, wie sie in den 50er Jahren ausgesehen haben. Sie sehen links oben den Rechner Z1, gebaut von Konrad Zuse. Konrad Zuse war der deutsche Computerpionier. Das ist ein Rechner, der vollkommen mechanisch arbeitet, aber es war der erste programmierbare Rechner, der wirklich funktioniert hat. Und erst ein paar Jahre später, fast 10 Jahre später, waren auch die Amerikaner und die Briten soweit. Also dann in der Mitte und rechts sehen Sie weitere Rechner, die Konrad Zuse gebaut hat. Die funktioniert mit elektromechanischen Relais. Und unten links sehen Sie einen der ersten Rechner, die in den USA gebaut wurden. Und der funktionierte schon mit Röhren. Also jetzt, wie sieht, also jetzt John von Neumann hat 1945 diesen Bericht geschrieben, wie man einen Rechner bauen sollte, den Rechner EDVAC. Der wurde fertiggestellt 1951. Er hatte ein gespeichertes Programm, er hatte einen Speicher von 5,5 Kilobytes, eine Multiplikation brauchte 2,9 Millisekunden oder anders ausgedrückt, es konnte 300 Multiplikationen pro Sekunde ausführen. Es waren 600 Röhren. Das Ding hat 56 Kilowatt an Strom verbraucht. Eine Heizplatte ist an einem Herd, ist ungefähr 1 Kilowatt. Also das Ding hat ganz schön viel Strom verbraucht. Es hatte 45 Quadratmeter Raum und hat 8000 Kilo gewogen. Es hat 30 Leute gebraucht, um das Ding am Leben zu halten. Und es mussten auch ständig Röhren ausgetauscht werden. Und die Kosten damals waren $50.000. Das entspricht etwa 6 Millionen Euro nach heutigem Geld. So, jetzt wie sieht dieser... noch ein früherer Rechner. Das ist der Rechner, auf dem ich programmieren gelernt habe. Die programmierbare elektronische Rechenanlage München. Arbeitet auch mit Röhren, also jeder dieser kleinen schwarzen Kreise, die Sie da so sehen, das ist eine Röhre. Die wurde 1956 in Betrieb genommen und lief 1968 noch, als ich zu studieren begann. Das ging Programmieren von dieser Anlage war so, dass man sein Programm auf einen Lochstreifen geschrieben hat. Mit diesem Lochstreifen kam man rein, der Operateur hat einem den Lochstreifen abgenommen, der Lochstreifen wurde hier eingelesen. Dann hat die Maschine gerechnet und dann ihre Ausgabe auf diesem Fernschreiber produziert. Der Operateur hat am Ende der Rechnung das Ergebnis abgerissen und einem gegeben und dann hat man das Zimmer wieder verlassen. Hier nochmal die Perm. So, jetzt, wie sieht so ein von Neumann Rechner aus? Der besteht auch aus einem Speicher und einer Steuereinheit. Die heißt jetzt Central Processing Unit, denn da passiert mehr als Steuern, da wird auch gerechnet. Der Speicher ist eingeteilt in Zellen. Diese Zellen sind nummeriert. 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und auf dem Rechner, den ich jetzt gerade benutze, geht das bis 10 hoch 9 ungefähr, der hat ungefähr 10 hoch 9 Speicherzellen. Jede Speicherzelle kann einen Bitstring speichern, also eine Folge von Nullen und Einsen. Und bei modernen Speichern sind das 64 Bit, die in eine Adresse passen, in eine Speicherzelle passen. Und auch so bei modernen Rechnern sind das ungefähr 10 hoch 9 Zellen. Es hängt davon ab, wie viel Geld Sie ausgeben, aber 10 und 9 kriegen Sie immer. Dann gibt es hier die Central Processing Unit
Und da gibt es drin den Akkumulator. Mit dem Ding wird gerechnet und den sogenannten Befehlszähler. Der Speicher enthält Daten und das Programm. Und der Befehlszyklus sieht so aus. In dem Befehlszähler steht irgendeine Zahl, sagen wir 5. Dann geht die Maschine zur Speicherzelle 5, schaut nach, welcher Befehl da drin steht. Dieser Befehl wird ausgeführt, der Befehlszähler wird um 1 erhöht und man geht zurück nach 1. Also dieser Zyklus hier wird ständig durchlaufen. Man führt den Befehl aus mit der Nummer, die im Befehlszähler steht, erhöht den Befehlszähler um 1 und geht zurück nach 1. Und der Speicher enthält Daten und Programm. Was ist der Unterschied zur Turingsmaschine? Also der Speicher ist jetzt, jede Zelle enthält jetzt 64 Bit, nicht mehr ein einzelnes Symbol. Die Speicherzellen sind durchnummeriert. Man kann also jetzt sprechen über den Inhalt der 17. Speicherzelle, über den Inhalt der Speicherzelle 1023. Bei der Turingmaschine, die konnte auf ihren Speicher nur mit diesem Leseschreibkopf zugreifen. Das ist viel weniger bequem. Und die Abarbeitung der Befehle ist auch raffinierter. Bei der Turingmaschine hing das davon ab, welchem Zustand die Steuereinheit ist und welches Symbol unter dem Lesekopf ist. Jetzt hier sind die Befehle durchnummeriert und der Befehlszähler sagt, welcher Befehl als nächstes ausgeführt wird. Welche Befehle gibt es nun bei einer solchen von Neumann-Maschine? Sehr viele der Befehle sollten Ihnen vertraut sein. Von Ihrem Taschenrechner. Sehen wir uns die Befehle im Einzelnen an. Der erste Befehl schreibt einfach eine 0 in den Akkumulator. Der zweite Befehl besagt, bringe den Inhalt der Endenspeicherzelle, also der Speicherzelle mit der Nummer n, in den Akkumulator. Der Inhalt der Endenspeicherzelle wird dadurch nicht verändert. Der nächste Befehl macht gerade das Umgekehrte. Ja, schreibe Inhalt AC in die nte Speicherzelle. Die Schreibweise, die wir für die Speicherzellen benutzen, ist also M für Memory und dahinter eine Nummer in eckigen Klammern. Und das ist also dann die Speicherzelle mit der Nummer N. Dann gibt es die Befehle für die Arithmetik. Also nimm den augenblicklichen Inhalt des Akkumulators, addiere dazu den Inhalt der Endenspeicherzelle und schreib das Resultat wieder in den Akkumulator. Dann gibt es die Befehle, die den Akkumulator abändern, ohne auf den Speicher zuzugreifen. Und da ist das Wichtigste, den Akkumulator um 1 zu erhöhen oder Akkumulator um 1 erniedrigen. Ja, also wir haben hier auch plus 1. Und dann Befehle, die davon abhängen, wo wir den Befehlszähler ändern, in Abhängigkeit vom Inhalt des Akkumulators. Also, normalerweise wird am Ende eines Befehlszyklus der Befehlszyklus um 1 hochgezählt. Und hier sagen wir, entweder wird der Befehlszyklus um 1 hochgezählt, aber wenn der Akkumulator positiv ist, dann setzen wir den Befehlszähler auf einen bestimmten Wert. Ja, also man könnte etwa sagen, falls der Akkumulator positiv ist, dann setze den Befehlszähler auf den Wert 3, ansonsten erhöhe den Befehlszähler um 1. Und dann gibt es noch den Befehl Stopp. Damit wir jetzt den Umgang mit diesen Befehlen lernen, habe ich auf der nächsten Folie eine
ein Programm aufgeschrieben. Das Programm werde ich jetzt zusammen mit Ihnen ausführen. Was das Programm macht, ist, am Anfang wird angenommen, dass in der Speicherzelle 1 eine natürliche Zahl steht. Also wir nehmen jetzt an, da steht die Zahl 4. Und im Befehlszähler steht die Zahl 1. So starten wir unsere Maschine. Und was die Maschine macht, ist, die wird die Summe bilden 1 plus 2 plus 3 bis n. Und wir führen das jetzt aus für n gleich 4. Also wir beginnen mit dem Befehl 1, der besagt, schreibe eine 0 in den Akkumulator. Der Befehl 2 sagt, schreibe den Wert des Akkumulators in die Speicherzelle 2. Also wir schreiben jetzt die 0 in die Speicherzelle 2 und wir vergessen nicht, den Befehlszähler hochzuzählen. Der hat also jetzt den Wert 3. Jetzt sagt es, bring den Wert der Zelle 2 in den Akkumulator. Also hier steht eine 0, wir bringen die hier hoch, und ersetzen die 0 durch eine 0 und zählen den Befehlszähler hoch auf 4. Dann das nächste sagt, addiere den Inhalt der Speicherzelle 1 zum Akkumulator, also 0 plus 4 ist 4, erhöhe den Befehlszähler. Jetzt sagt es, wir sollen den Akkumulator in die Zelle 2 schreiben, also wir speichern jetzt die 4 hier unten ab und erhöhen den Befehlszähler auf 6. Dann zählen wir den Akkumulator um 1 runter und speichern, wir zählen den Akkumulator um 1 runter und speichern dann den Inhalt des Akkumulators in M1. Also wir ersetzen die 4 durch die 3 und der Befehlszähler steht jetzt auf der 9. Dann steht jetzt, wenn der Akkumulator positiv ist, und das ist bei uns der Fall, der Akkumulator hat den Wert 3, dann sollen wir den Befehlszähler setzen auf die 3. Und jetzt machen wir also wieder diese Befehle 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was passiert? Wir holen uns zunächst den Inhalt von M2 in den Akkumulator, ersetzen also die 3 durch eine 4. Wir zählen den Inhalt von M1 zum Akkumulator dazu, vergessen nicht den Befehlszähler hochzuzählen. Jetzt 4 sagt, addiere die 3 zum Inhalt des Akkumulators. Da kriegen wir also die 7. Das ist also jetzt 4 plus 3. Erhöhen den Befehlszähler auf 5. 5 sagt, wir sollen diese 7 abspeichern in M2. Dann holen wir M1 in dem Akkumulator, also die 3 hier hoch. Und ich vergesse immer den Befehlszähler hochzuzählen. So, jetzt kommt der Befehl 7. Der Befehl 7 sagt, zähl den Akkumulator um 1 runter und erhöhe den Befehlszähler auf 8. 8 sagt, speichere den Akkumulator in der Zelle 1. Der Befehl 9 sagt, wenn der Akkumulator positiv ist, gehe wieder nach 3. Also war vorher noch eine 9 und dann die 3. So, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir wieder bei der 3. Schauen Sie an, was bis jetzt passiert ist. Wir haben in M2 die 7 stehen. Das ist die Summe von 4 und 3. Erinnern sich daran, n war am Anfang 4. Das n haben wir runtergezählt inzwischen auf 2. Und was wir jetzt im nächsten Schritt machen werden, ist, wir werden die 3, die 2 noch dazu addieren zur 7 und dann am Schluss noch die 1. Sehen wir, wie das geht. Also, wir sind bei Befehl 3, sagt, wir sollen den Inhalt von der Zelle 2 in den Akkumulator schaffen. Also wir schreiben 7 in den Akkumulator, erhöhen den Befehlszähler auf 4. In 4 sagt, wir sollen das M1 zum Akkumulator dazu addieren. Das gibt uns also eine 9 und der Befehlszähler geht auf 5. 5 sagt, wir sollen den Akkumulator in Zelle 2 abspeichern. Also ersetzen die 7 durch eine 9, der Befehlszähler wird 6. Jetzt holen wir das M1 in dem Akkumulator und der Befehlszähler wird 7.
der niedrigen Akkumulator um 1, also er wird 1 und der Befehlszähler geht auf 8. Wir speichern den Akkumulator in M1 ab und erhöhen den Befehlszähler auf 9. Wenn der Akkumulator positiv ist, das ist der Fall, dann setzen wir den Befehlszähler auf 3. Jetzt sind wir schon recht geübt, also wir holen wieder das M2 in den Akkumulator. Wir erhöhen den Befehlszähler auf 4. Wir addieren das M1 zum Akkumulator dazu. Dann wird daraus eine 10 und der Befehlszähler geht auf 5. Wir speichern das 10 in der Speicherzelle 2 ab und der Befehlszähler geht auf 6. Wir holen das M1 in den Akkumulator. Wir zählen und erhöhen den Befehlszähler auf 7. Wir ziehen vom Akkumulator 1 ab, dann wird das 0. Der Befehlszähler geht auf 8. Wir speichern den Akkumulator in M1 und erhöhen den Befehlszähler auf 9. Jetzt sagt es, wenn der Akkumulator positiv ist, das ist nicht der Fall, dann erhöhen wir den Befehlszähler auf 10 und die Maschine hält an. Wenn man so jetzt gesehen, dass diese Maschine mit der Eingabe n gleich 4 tatsächlich ausrechnet die Summe 1 plus 2 plus 3 plus 4, nämlich 10, und ihre Aufgabe ist, führen Sie die Maschine die Rechnung durch für n gleich 5. Ja, nur damit Sie sehen, dass Sie das verstanden haben. Oder löschen Sie auch alles weg hier und machen Sie die Rechnung nochmal für n gleich 4. So, was ist der Unterschied zwischen Turing-Maschinen und von Neumann-Maschinen? Die Turing-Maschine ist wesentlich weniger flexibel, kann weniger, ist deswegen auch einfacher zu bauen. Nämlich die Turing-Maschine kann nur das Zeichen unter dem Kopf lesen, während bei einer von Neumann-Maschine die Speicherzellen beliebig adressierbar sind und wir den Inhalt einer beliebigen Zelle in den Akkumulator schaffen können. Bei der Turing-Maschine enthält eine Zelle ein Zeichen, bei der von Neumann-Maschine enthalten die Zellen 32 Bit oder heutzutage 64 Bit. Das ist nicht wirklich ein großer Unterschied, denn 64 Bit können Sie auch als ein Zeichen auffassen. Bei der Turing-Maschine waren die Befehle recht primitiv, nämlich man ersetzt ein Zeichen durch ein anderes und wechselt den Zustand. Bei einer von Neumann-Maschine gibt es einen recht umfangreichen Befehlssatz, insbesondere Arithmetik mit Zahlen aus 32 Bits. Und wie ausgesucht wird, welcher Befehl auszuführen, das ist auch verschieden. Bei der Turing-Maschine passierte das so, dass wir den Befehl ausgewählt haben durch Zustand und Zeichen. Also der aktuelle Zustand der Steuereinheit und das Zeichen unter dem Lesekopf hat ausgewählt, welchen Zustand wir ausführen. Bei der von Neumann-Maschine geschieht das durch den Befehlszähler und nach der Ausführung eines jeden Befehls wird dieser Befehlszähler um 1 hochgezählt. Es sei denn, es gab so einen bedingten Befehl, der den Befehlszähler abgeändert hat. Ja, was ist seither passiert? Also was sind wichtige Größen moderner Rechner und was sind Neuerungen gegenüber dem von Neumann-Rechner? Die Hauptspeicher sind wesentlich größer geworden. Also so ein typischer Arbeitsplatzrechner oder ein typisches Notebook hat heutzutage etwa 1 Gigabyte Speicher. Ein Gigawort Speicher und die haben 64 Bit, das wären also 8 Byte, das wären also 8 Gigabytes. Die sind viel schneller geworden, die können ungefähr 10 hoch 9 Befehle pro Sekunde ausführen. Also man sagt, das ist eine Gigahertz-Maschine. 10 hoch 9 Befehle pro Sekunde.
Das ist etwa 1 Million mal leistungsfähiger, als die Maschinen 1950 waren, und 1000 mal billiger. Also insgesamt ein Faktor 10 hoch 9. 10 hoch 6 mal billiger, 10 hoch 6 mal leistungsfähiger, 10 hoch 3 mal billiger. Was sind an Neuerungen dazugekommen seit 1950? Die Maschinen 1950 konnten zu jedem Zeitpunkt nur ein Programm ausführen. Heutzutage gibt es Unterbrechungen. Man kann also die Ausführung eines Programms unterbrechen und ein anderes Programm starten, sodass man als Nutzer den Eindruck hat, da werden mehrere Programme gleichzeitig ausgeführt. Wozu ist das nützlich? Naja, wenn Sie an Ihr Telefon denken, an Ihr Smartphone denken, da läuft ständig ein Programm, das darauf aufpasst, ob da ein Anruf reinkommt, ob eine SMS reinkommt, ob Sie eine Nachricht über WhatsApp kriegen und so weiter. Ja, also laufen viele Prozesse gleichzeitig. Der Speicher ist auch etwas komplizierter geworden, denn es stellt sich raus, dass je schneller man einen Speicher machen will, desto teurer wird er. Deswegen sind Speicher heutzutage so, da gibt es einen relativ kleinen Speicher, der sehr schnell ist, dann drumherum einen größeren Speicher, der langsamer ist, und dann noch einen größeren Speicher, der noch langsamer ist. Die Namen, die dafür sind der Cache-Speicher, das ist der schnellste, dann der Hauptspeicher und dann die Platte. Die Schnittstellen zum Nutzer haben sich auch geändert. Das war damals nur eine Schreibmaschine oder Lochkarten, also eine sehr primitive Eingabe und eine sehr primitive Ausgabe. Inzwischen gibt es Grafik, Maus, Sound, also man kann einen Lautsprecher anstellen, Touch, Mikrofon und so weiter. Also wesentlich reichere, haltigere Schnittstellen. Dann Rechner vor 50 Jahren waren Einzelrechner, jetzt können Rechner miteinander reden, man kann sie zu Netzen zusammenschalten, Rechner können anderen Rechnern Nachrichten schicken, Preis und Leistung ist deutlich andere und ganz, ganz wichtig, die Nutzerfreundlichkeit ist ganz wesentlich gestiegen. Rechner zur damaligen Zeit konnten nur Experten benutzen und die Tendenz geht immer mehr dazu, dass man von ihnen, von dem Nutzer verbirgt, dass er mit einem Rechner umgeht, sondern die Programme sind versteckt hinter Apps, die eine sehr angenehme Benutzungsschnittfläche haben. Es gibt auch natürlich neben den Rechnern, die wir so am Schreibtisch haben, auch Supercomputer, die für die Höchstleistungsrechnung benutzt werden. Hier auf dem Bild sehen Sie die Eugene. Die steht in Jülich bei Aachen. Das sind 72 Schränke mit insgesamt 73.000 PCs innen drin. Jedes dieser PCs hat 2 GB Speicher. Das Ding hat insgesamt 13 Millionen Euro gekostet und wird hauptsächlich benutzt für Simulationen in der Physik, in der Klimaforschung, in der Chemie, in der Strömungsforschung. Also hier unten links habe ich Ihnen aufgezeichnet das Experiment, das in Garching bei der Max-Planck-Gesellschaft aufgebaut wird. Rechts oben sehen Sie den Aufbau zur kontrollierten Kernfusion. Da muss es ein sehr, sehr raffiniertes Magnetfeld geben. Das ist hier in Blau angezeigt. Die Blau sind die Magnetspulen, die das Magnetfeld erzeugen. Und dieses Magnetfeld schließt ein extrem heißes Plasma, mehrere Milliarden Grad heiß. Und innerhalb dieses Plasmas soll dann die Kernfusion passieren. Und auszurechnen, wie diese Magneten geformt sein müssen, verlangt ganz unglaubliche Leistungsfähigkeit von Rechnern. Also das ist ein Beispiel, für was man solche Hochleistungsrechner benutzt. Anderes Beispiel sind Optimierung der Verbrennung in einem Motor oder Strömungseigenschaften von einem Auto und so weiter und so weiter.
Bildschirme. Ja, wie funktioniert das? Der Bildschirm ist im Prinzip das gleiche wie eine Digitalkamera. Also das ist ein Schirm, der besteht aus lauter kleinen Quadraten. Also der Schirm von meinem Rechner etwa, der hat 1366 Spalten und 768 Zeilen. Und wenn Sie 768 mal 1366 multiplizieren, dann kommt ungefähr eine Million raus. Also eine Million so kleine Quadrate, die nennen sich Pixel. Und für jedes Pixel kann man sagen, in welcher Farbe das leuchten soll und wie hell es sein soll. Also das heißt, was der Rechner macht, um ein Bild zu erzeugen, er schreibt in so eine große Matrix rein, welche Farbe und welche Helligkeit in jedem Pixel sein soll, und die Hardware zeigt es dann an. Dadurch, dass es so viele Bildpunkte sind, kann Ihr Auge die nicht auseinanderhalten, sondern es bildet sich ein Bild zu sehen, also ein glattes Bild zu sehen, nicht etwas, was aus kleinen Quadraten besteht. Und weil das 30 Mal in der Sekunde neu geschrieben wird, sehen Sie auch kein Ruckeln im Bild, sondern eine kontinuierliche Bewegung. Wir schließen wieder mit Aufgaben. Was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen Turing-Maschine und von Neumann-Rechner? Wie funktioniert ein Grafikbildschirm? Drittens, ändern Sie das Programm, das ich Ihnen gezeigt habe, so ab, dass es nicht mehr die Summe der Zahlen von n bis 1 berechnet, sondern n minus 2 plus n minus 4 und so weiter. Und wir hören auf mit der 2 oder mit der 1, je nachdem, ob das n gerade ist oder ungerade. Also für n gleich 10 sollten Sie ausrechnen 10 plus 8 plus 6 plus 4 plus 2. Und für n gleich 11, ja, für n gleich 9 sollten Sie ausrechnen 9 plus 7 plus 5 plus 3 plus 1. Das wäre es für heute.